Hallo, ich bin Emanuela Gamper, ich bin mitarbeitendes Familienmitglied auf der Taseralm in Schenna und heute machen wir die Roggenkartoffelgnocchi mit Wildragout, verfeinern sie mit der Preiselbeermarmelade und einem Brotchip. Servus, ich bin der Stefan Zippel, Küchenchef im Backhotel Holzner, Restaurant 1908 und heute machen wir geschmortes Kalbschulternadel mit Selleriecreme, gebratene Pfifferlinge, Salzzwetschgen, Pinienkerne und spontane Kräuter. Hallo, ich bin die Gamper Manuela von der Taseralm in Schenna und sage Ihnen kein den Familienbetrieb. Kommt mit! Ich war 15 Jahre, wenn ich umgekehrt bin, die Lehre zu machen. Ich habe in der Schule Savoy umgekehrt, dann bin ich in Lehrbetriebe in verschiedenen gegangen und habe zum Auswärts gelernt. Dann habe ich vor 2 Jahren die Kochprüfung angeschlossen mit Auszeichnung, was sehr gut gelungen ist. Und danach bin ich heim aufgegangen. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist einfach, dass man überhaupt bei den Stammgästen sieht, dass die seit 50 Jahren kommen und allem die gleiche Freude haben, dass wir Jungen das auch weiterbringen und die bei uns auch noch nach 50 Jahren kommen. Jetzt sind wir in Gustelier und wir machen zusammen ein Wildragout. Zuerst nehmen wir das Wurzelgemüse, nehmen wir den Sellerie und die Karotte her und schneiden mit denen einfach kleine Brunoise, das waren kleine Würfel. Schauen wir, dass die Würfel alle schön gleichmäßig sind. Das ist dann auch einfach, wenn die Brühe kocht, mit dem Wildragout drinnen fein. Aus der Karotte dasselbe, machen wir kleine Würfelchen gleichmäßig. Ich halbiere mir die Karotte einmal, schneide ein kleines Stück Lor, dass sie so flach liegt. Das ist ein kleiner Tipp und jetzt kann man schöne Streifen schneiden. Ich unterteile das mit dem harten Wurzelgemüse, was länger beim Undünsten in der Pfanne braucht, und mit den weichen. Dann haben die Zwiebel, dann nehme ich einmal eine weiße und eine rote Zwiebel und den Lauch noch dazu. Ich brauche einfach nicht so lange beim Undünsten in der Pfanne. Das heißt, nebenher können wir ihn schon mal die Pfanne heiß machen mit einem Olivenöl. Und die Karotten und den Sellerie umbraten. In der Zwischenzeit schneiden wir uns den Lauch und die Zwiebel. Alle schöne, gleichmäßige Würfel. Da in der Pfanne wird das Öl jetzt heiß. Dann mache ich, weil die Karotten und den Sellerie sind. Und in der Zwischenzeit kann ich die Zwiebeln machen. Und den Lauch dazugeben. Noch ein bisschen Öl rein. Und das lassen wir jetzt einfach schön unrösten. In der Zwischenzeit, wenn das unröstet, bereiten wir unser Fleisch zu. Dann habe ich für einen Wildragout Hirschknochen habe ich mich entschieden, für einen Zemhomer aus der Schulter ein Teil genommen. Dasselbe Prinzip eigentlich, dass wir aus dem Fleisch auch Würfel schneiden können. Ich habe mich für einen Hirsch entschieden, weil es für mich geschmacklich einfach viel besser ist. Ein bisschen stärker, aber man kann wie beliebig auch Reh nehmen oder Wildschwein, was man selber bevorzugt. Und da dasselbe, da schneiden wir uns wieder schöne, gleich große Würfel. Ich tue das Wild gerne ein bisschen mit der
Paprikapulver marinieren. Schon vor dem Umbraten, dass der Geschmack ein bisschen drinnen bleibt, aber nicht viel. Und mit Salz, Pfeffer ganz minimal. Ich persönlich brate das Wildfleisch, also in dem Moment das Hirschfleisch, in der Pfanne separat tun, dass es einfach mehr Röstaromen gibt. So, die Pfanne lassen wir schön heiß werden und dann können wir das Wildfleisch zerminieren. Wichtig ist, dass das jetzt einfach von allen Seiten ein bisschen umgebraten wird. So, wie man da jetzt sieht, wenn man das schön umbrotet, noch tritt ganz viel Fleischsaft raus. Und den Sam lassen wir einfach gut einkochen, bevor wir es dann noch zum Wurzelgemüse dazugeben. So, dann sehe ich mir, dass so alles schön umgebraten ist. Der Fleischsaft ist auch weg. Und dann geben wir das alles zusammen zum Wurzelgemüse. Das alles tun wir jetzt mit dem Tomatenmark tomatisieren. Da gebe ich einfach 1,5 Löffel dazu rein. Nicht zu viel Tomatenmark und auch nicht zu lang unrührt, weil sonst kriegt das Salz einen bitteren Geschmack. Wenn das Salz schön tomatisiert ist, dann kann man das gerne mit einem Rotwein anlöschen. Da kann man auch gerne einen starken Rotwein nehmen, weil das sehr kraftvolles, starkes Menü ist. Das lassen wir alles zusammen einkochen und wenn das verkocht ist, dann können wir das mit unserer Wildbrühe aufgießen. Dazu gebe ich noch ein Lorbeerblatt, noch ein Rosmarin. Dann können wir das einfach mit unserer Wildbrühe aufgießen. Alles gut bedecken, dass das schön kochen kann. Das lassen wir jetzt alles einmal aufkochen und danach, wenn es aufgekocht ist, dann können wir es auf Seite stellen und auf niedriger Temperatur 1,5 Stunden circa köcheln lassen. Wir haben, sei es Restaurant als auch Hausgäste, unser Mehl, die Nudeln in dem Moment frisch gemacht. Und ja, also wir probieren vieles zu verbinden, dass alles eins wird. Wir haben die Idee gehabt schon 2013, 2014, dass sie auf unserem Hof möchte wieder gerne Getreide umbauen. Und ja, dann hat man, wie es halt allem ist, wenn du eine Ideefindung, eine Konzeptfindung hast, dann musst du halt einmal wieder drüber schlafen und denken. Aber mir ist gleich mal klar geworden, früher haben sie auch Getreide umgebaut, aber heim ist das als händisch gemacht geworden. Aber heute, wenn gleich mal zwei Leute auf dem Hof sein, nachher ist mir gleich bewusst und klar geworden, es braucht da Maschinen. Und im gleichen Atemzug bin ich darauf gekommen, die Maschine gibt es noch nicht. Hey, da ist auch schon frisches Mehl. Ja, guten Tag, Mann. Rockenmehl? Ja, Rockenmehl. Eigentlich gut, für die Rockenjacke. Ach, da machst du noch mal ein paar Seiten. Ja. Da hast du ein halbes Jahr keine mehr gekriegt und du machst auch eine Jacke noch mal. Morgen, danke. So, heute sind wir in der Küche und wir machen ein Roggenkartoffeln-Gnocchi-Rezept. Als erstes tun wir die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse durchpressen. Wir haben die mehlige Kartoffeln genommen und einfach in kochendes Wasser warm gekocht. Dann tun wir unsere durchgepressten Kartoffeln anwägen. Dann brauchen wir 500 Gramm. Dann tun wir unser Roggenmehl rein. Das Semola haben wir einen Weizengrieß. Dann habe ich da einen Esslöffel Butter, dass es schön warm ist, der Tag. Würzen mit Salz, Pfeffer.
bisschen Muskatnuss. Und dann tun wir unsere Gaggeln rein. Heute brauchen wir leis Eigelb. Habe ich frische Bio-Eier genommen. Ich tue jetzt alles auf meiner Arbeitsfläche aus, weil es heimisch einfach feiner zum alles zusammenkneten, dass wir einen geschmeidigen Teig haben. Für das Rezept habe ich mich entschlossen, weil wir eben das eigene Roggenmehl haben. Dann habe ich gedacht, mache ich ein paar Roggenjacke, weil es halt einfach eines meiner Lieblingsrezepte ist. Und dazu habe ich ein Wildragout mit Preiselbeer, weil es halt einfach jetzt in der Herbstzeit das Wild wieder kommt und es halt noch ganz gut passt. Also beim Tag, wenn ich alles gut vermengt habe, sieht man noch eigentlich, dass er gut zusammenhält. Das ist das Wichtigste. Und nicht auseinanderbröselt, dann ist noch entweder man hat zu viel Mehl drinnen. Und wenn er so eine schöne Konsistenz hat, nicht zu pickig ist, dass er alle bei den Händen picken bleibt, dann hat er eigentlich relativ eine gute Konsistenz. Und zur Sicherheit halber eine Probe machen und im Wasser kochen. Der Tag ist deswegen so grün, das ist, weil wir 100% Roggenmehl drinnen haben. Dann wir da in zum Tag. Wichtig ist, dass wir die Arbeitsfläche sauber haben. Dann nehme ich da wieder ein bisschen zum Roggenmehl, tue die Arbeitsfläche bestäuben. Schneiden wir ein kleines Stück an. Und mit dem tue ich jetzt gleich lang dick, sogar mal 1 cm dick. So, Stängel rollen. Beim Rollen ist es wichtig, dass man probiert, das gleichmäßig zu machen mit Feingefühl. Und das, wenn man da sieht, dass alles eine gleiche Dicke hat, weil danach das beim Kochen halt man noch merkt, dass die anderen mehr oder weniger brauchen. Und danach kann man da eigentlich gleich unheben. 1 cm dick mache ich die Alben, die Jacke so abzuschneiden. So, dann machen wir weiter. Der Tag muss relativ schnell verarbeitet werden, nicht dass er uns ausdruckt. Und die Alben da von der Mitte nach außen. Und wenn ich sehe, der hat überall die gleiche Dicke, dann bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Ich halbiere noch gleich einmal. Das immer nebeneinander niederlegen und dann kann ich sie eigentlich gleich ausschneiden. So, und weiter geht's im Gustelier. So, dann sind wir wieder im Gustelier und da haben wir unsere Jacke, die wir gemacht haben, mit dem Roggenmehl. Und den machen wir jetzt fertig. Für uns haben wir einen Topf mit kochendes Wasser, wo wir sie drin kochen, in so einem Wildragout. Der hat jetzt ca. 1,5-2 Stunden leicht geköchelt. Jetzt werden wir noch ganz ein bisschen die Soße anbinden. Mit dem Zahn machen wir mit der Stärke. Dann kommt ein bisschen Wasser dazu. Dass wir da einfach eine schöne gebundene, ein bisschen dickere Soße haben. Wichtig ist, wenn wir die Soße binden, dass der Wildragout richtig heiß ist. So, dann legen wir das langsam rein, dass wir einen schönen Vorgang die Konsistenz sehen. Die Gnocchi geben wir in kochendes, salzendes Wasser. Und lassen die drinnen ca. 2 bis 3 Minuten kochen. Die Kochzeit für die Gnocchi sieht man, wenn sie fertig sind, wenn sie an der Oberfläche einfach schwimmen. In der Zwischenzeit waren unsere Brotchips im Ofen. Die habe ich bei 180 Grad ca. 7 bis 8 Minuten im Ofen gehabt. Das ist einfach gleich Barlbrot, fein aufgeschnitten, mit ein bisschen Rosmarin und Knoblauch für den Geschmack im Ofen gewesen. Dann geben wir in einer Pfanne ein bisschen von unserem Wildragout. Eine schöne Kelle voll. So, die Gnocchi kommen jetzt langsam an die Oberfläche. Das ist ein Zeichen, dass sie langsam fertig sind. Die heben wir noch mit der Schaumkelle. Einfach von Wasser raus und in unserem Ragout rein.
beschwenken wir alles gut durch. Und dann können wir es umrichten. Dann tun wir da unsere Brotchips auf. Und ein bisschen mit Petersilie können wir es noch verfeinern. Und obendrauf unsere hausgemachte Preiselbeermarmelade, die passt relativ gut zum Wild. Und dann tue ich einfach 3-4 Löffel Schien auf den Teller verteilen. So, und das war das Gericht mit dem Wildragout und die Roggenkartoffeln. Ja, okay, viel Spaß beim Nachkochen. Servus, ich bin der Stefan Zippel, Küchenchef im Parkhotel Holzner, Restaurant 1908 und heute zeige ich ein Kantor von meinem Revier. Ich bin jetzt seit 7 Jahren da, also 2015 bin ich hierher gekommen und dann einige schon da vorgefunden, zum Beispiel Stefan. Der Andi ist schon seit 10 Jahren da und ich muss sagen, eine ganz gute Struktur, ein ganz gutes Kernteam und mit dem kann man auch gut arbeiten und viel aufbauen. Lavorare insieme, naturalmente. Die Zusammenarbeit ist natürlich sehr anregend, weil jeder seine eigenen Ideen einbringt und jeder den Ideen des anderen zuhört. Das Beste wird in Betracht gezogen und wir arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass das Gericht exzellent wird. In meinen Gerichten muss süß-sauer, pikant, krokant vorkommen. Also die vier Konsistenzen und die vier Richtungen, die sollen im Teller enthalten bleiben. Einmal, dass er spannend bleibt und einmal, dass es auch ein Erlebnis von Gast wird. Und das sind genau die Geschmäcker, die was man in den Gaumen wahrnimmt. Und das ist mir ganz wichtig. Die Inspiration für die Neuntaler ist hauptsächlich dadurch, dass wir voll gerne kochen. Wir haben viel Passion und wir den auch alle voll gerne essen. Und dann kommt das meistens von allein. Also da gibt noch jeder seine Idee und dann kommt das meistens von allein. Das Um und Auf in der Küche ist einmal die Sauberkeit, die Organisation. Und einfach der freie Kopf. Also jeder muss frei denken, jeder muss frei sein, damit er 100% in Arbeit geben kann. So, jetzt sind wir in Gustelier. Jetzt werden wir heute eine Kalbschulternadel schmoren mit Selleriecreme, Pfifferlinge, Salzzwetschgen und spontane Kräuter. Jetzt starten wir mal mit der Kalbschulternadel. So, jetzt haben wir hier wunderbar das Kalbschulternadel, das haben wir in der Hälfte geteilt, weil es ausreichend ist für 4 Portionen. Da haben wir einen schönen Fettdeckel oben drauf. Unten die Silberhaut werden wir parieren. Also das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen zuputzen. Und mit denen starten wir jetzt. So, also jetzt werden wir die Flachsen und das Fett ein bisschen wegschneiden auf der unteren Seite. Und auf der oberen Seite werden wir es komplett lassen, sodass wir danach noch einen Schmor nach saftigen Brot haben. So, das war jetzt eigentlich schon alles gewesen. Jetzt können wir eigentlich starten mit dem Umbraten. So, tun wir uns ein bisschen Öl rein. Kann Samenöl sein, kann da geklärte Butter sein. Das mal nehme ich Samenöl, dass einfach, weil das Öl gut hebt und einfach nicht schnell verbrennt. Und deswegen, das ist eine gute Hitzebeständigkeit. Und ja, den will man auch haben. Nehmen wir Salz. Nehmen wir das Kalbschulternadel salzen in beiden Seiten. Wenn die Pfanne heiß ist, können wir loslegen. Die Abschnitte parieren, was wir davor angeschnitten haben, die legen wir dazu. Die rösten wir mit, dass wir noch mehr Röstaromen haben. In der Zwischenzeit werden wir uns die Knollensellerie, die Zwiebel, die Karotte und die Petersilienwurzel rösten. Das heißt, wir werden die ganz grob parieren, ganz kurz ein bisschen schälen. Das muss gar nicht eine feine Arbeit sein, das kann
Kopf hier, wir haben sie vorher gewaschen, damit sie nicht erdig ist und damit sie nicht sandig ist. Und da werden wir jetzt die Hälfte verwenden. Und den geben wir auch mit dazu. Also alles zusammen tun wir jetzt umbraten. Die Halbschulternadel tun wir mal wenden, dass wir alle vier Seiten gebraten haben. In der Zwischenzeit holen wir in seinen Topf, wo wir es dann noch reintieren können. So, jetzt haben wir schön umgeröstet. So 4-5 Minuten und jetzt geben wir das Fleisch dabei in den Topf rein. So, die ungerösteten Abschnitte, die werden wir jetzt tomatisieren. Das heißt mit Tomatenmark ein bisschen versetzen. Ungefähr so ein Teelöffel voll, also da braucht man gar nicht allzu viel, gell? Ein bisschen. Ganz kurz mitrösten. Jetzt werden wir ein Rotwein nehmen und ablöschen. So. So, jetzt haben wir einen schönen Umsatz gemacht. Also, der Umsatz passt. Jetzt können wir eigentlich danach die Fleischsuppe dazugeben. Das lassen wir jetzt alles zusammen auch kochen. So, das ist ausreichend. Also ungefähr einen halben Liter. Sobald das kocht, werden wir es danach in den Topf dazugeben. Dazu in den Topf werden wir ein paar frische Kräuter dazu tun. Also einmal Lorbeerblattl. Können wir zwei rein tun. Das ist ein schönes Stückchen. So, jetzt werden wir Thymian und Rosmarin nochmal dazugeben. Einfach ein paar frische Kräuter, damit wir auch wieder einen frischen Geschmack haben. Unser Umsatz kocht, also wir geben es jetzt dazu, zum Fleisch. So, das Fleisch ist jetzt zu 3/4 bedeckt mit Sud, praktisch mit unserem Soßenumsatz. Geben wir ein paar Pfefferkörner dazu. Und jetzt können wir es in den Ofen schieben. Wir werden das bei 180 Grad 2,5 Stunden eingeben, also schmoren, also da einfach eine Umlufthitze und nicht eine Kontakthitze. Jetzt, wenn wir das dünsten wollen, dann kann man es auf dem Herd machen. Aber das ist ein Schmorvorgang, also damit wir auch die richtige Garmethode nehmen, muss es jetzt in den Ofen. So, jetzt sind wir da bei Harald, bei ihm sein famosen Garten. Ganz natureller Umbau, Permakultur, also er kennt sich aus, wenn er durch den Garten geht. Ich nicht, aber jetzt hat er uns zeigen, was er hat. Zuerst habe ich eine Freude gehabt und die Passion, das umzubauen. Und irgendwann hat mir dann die Natur gelernt, zu beobachten und aus der Natur zu lernen, naturnah umzubauen. Mit der Form von Mischkultur, Beachtung von Pflanzgemeinschaften und der großen Vielfalt. Und durch die ganzen Beobachtungen in der Natur habe ich eigentlich gesehen, das ist die einzige Möglichkeit, was ich habe, um ein gutes Gemüse ausreichend umzubauen. Hoi, hoi Stefan, hoi. Du hast schon geerntet. Ja, ich habe ein paar Sachen zusammengetan. Schau, da habe ich etwas Neues. Sind wir noch? Ah. Die Kirche sind allem wieder gekommen und gesagt, hast du was Neues? Und selber hat mich allem umgespannt, neue Sachen zu suchen, neue Geschmäcker zu suchen. Und deswegen gefällt mir das mit der Kirche, weil sie allem wollen etwas Neues haben. Und selber versuche ich halt gerecht zu werden. Der Harald ist sicher der wichtigste Player in meiner Küche, weil mein Konzept oder das Konzept Revier eben auf dem Garten von Aspingen aufgebaut ist. Also das, was der Harald im Garten hat, habe ich auf dem Teller. Und das, was der Harald auf dem Teller isst, soll er zu weinen kommen, weil er bei mir isst. Und das habe ich oft einmal geschafft und das bin ich ganz stolz und ganz froh drauf. Es ist ja so, wenn man das Gemüse umbaut und dann jemand verkauft, dann ist es weg. Wenn man dann aber dann, das zum Essen kriegt, besonders wie draußen bei Stefan das Gemüse auf den Teller serviert kriegt, dann sind das ganz starke Emotionen. Und ich sage, das sind die Emotionen, die was mir die Kraft geben, die Arbeit so weiterzumachen, weil sie ist arbeitsintensiv, es braucht ganz viel Zeit. Aber genau die Momente geben mir die Kraft
um das so weiterzumachen. Und auch, wo ich sehe, das ist der richtige Weg, dem, was ich gehen will, und dem möchte ich weiter beibehalten. Weil oft die Sachen so viel gut sein, überhaupt wenn sie der Koch noch zubereitet, dann ist das ganz ein Hype. So, jetzt machen wir ganz einfache Sellerie-Creme. Also wir machen mal den gewaschenen Knollensellerie. Den geben wir in eine Alufolie. Dazu geben wir eine Zwiebel. Die haben wir ganz leicht salzen. Ein bisschen Butter geben wir dazu. Ein Lorbeerblattl. Lorbeerblattl unterstützt den eigenen Geschmack ein bisschen vom Sellerie. Also deswegen passt er ganz gut dazu. Den tun wir dann noch einwickeln in eine Alufolie. Und dann geben wir ihn in den Ofen, 180 Grad pro Stunde. So, jetzt sind wir wieder in Gustelier. Jetzt machen wir die Sellerie-Creme für die, was wir im Parkhotel Holzner umgefangen haben. Danach werden wir die Pfifferlinge unsortieren, also mit ein bisschen Butter. Und danach werden wir die Salzpflaumen einsalzen. So, jetzt starten wir. Also die Sellerie, die haben wir jetzt bei 180 Grad eine Stunde in den Ofen gehabt. Also einmal eine Zwiebel, einmal eine Sellerie, einmal Butter, einmal ein grob Salz und eine Lorbeerblattl. So, jetzt werden wir die Knollensellerie ein bisschen schälen. Also die haben wir jetzt ganz wach gegart und jetzt die haben wir sie ein bisschen parieren, ein bisschen schälen. So, das schneiden wir jetzt ein bisschen in Würfel zusammen, dass er danach der Mixer besser nimmt. Die Zwiebel ist das gleiche, die Zwiebel tun wir schälen. Also die ist jetzt schön weich gebraten oder gebacken im Ofen. Und schön saftig. Schneiden wir uns auch grob ein bisschen zusammen. So, jetzt holen wir uns den Mixer. So, in Zwischenzeit tun wir die Sahne aufkochen, weil wir dazu eine Sahne brauchen. So. Eine Nussbutter werden wir dazugeben, also da haben wir die Butter aufschäumen lassen, leicht geröstet, also noch eine ganz wunderbare Nussbutter. Hat mit Butter mit Nüsse nichts zu tun, also das ist eigentlich eine braune Butter. Jetzt werden wir in der Sahne ein bisschen Muskatnuss dazu tun. Dann nehmen wir uns eine Reibe oder ein Mikroplane. So, das ist schon ausreichend. So, und dann geben wir uns die Knollensellerie und die Zwiebeln im Mixer rein. Die heiße Sahne dazu. Ein bisschen Nussbutter dazu. Ein bisschen salzen. Ein bisschen Pfeffer. Und dann fangen wir an zu mixen. Und los geht's. So, jetzt können wir die Sellerie-Creme aussortieren. Jetzt haben wir sie gemixt. Dann haben wir sie mit dem Löffel wieder ins Töpfchen. Dann haben wir eine wunderbare, einfache Sellerie-Creme. Sellerie-Creme war gemacht. So, jetzt haben wir die Pfifferlinge umbraten. Da holen wir uns eine Pfanne her. Die haben wir kurz vorher ein bisschen gewaschen, ein bisschen geputzt, so dass sie nicht sandig und erdig sind. Die haben wir ein bisschen Butter dazu. Lassen wir die Butter schmelzen, ein bisschen aufschäumen und danach haben wir die Pfifferlinge dazu. So, jetzt haben wir die Butter schön heiß. Die haben wir dazu rein. Brauchen wir ungefähr 2-3 Minuten. Das muss ein bisschen Farbe geben, ein bisschen resten, haben sie noch ein bisschen mehr Geschmack. Salzen und Pfeffer haben sie ganz zum Abschluss erst, so dass nicht das Wasser rausgeht. Also dass wir im Pilz dann auch noch saftig haben. So, jetzt haben wir die Pilze schön hingebraten. Jetzt werden wir so ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Pfeffer ein wenig, dass die Mitte nicht bitter werden. So, und jetzt schauen die eigentlich schon sehr gut aus. Kann man weitergehen zu den Salzzöpfchen.
So, dann nehmen wir unsere Tschetschke, idealerweise lokal, Barbian zum Beispiel ist die. Die werden wir uns jetzt halbieren. Die nehmen wir uns in den Kern aus. Die tun wir uns jetzt ordentlich einsalzen. Bei denen verlieren wir noch Wasser. So. Und die nehmen sie ein bisschen mit Balsamico Essig. Das kann Heidelbeer-Balsamico, Zwetschgen-Balsamico oder Äpfel-Balsamico sein. Das ist jetzt zum Beispiel Heidelbeer-Balsamico. Ganz ein bisschen beträufeln. So, die müssen ein bisschen durchziehen. Also eine Stunde vorher war ganz gut, dass man die macht. Und dann sind die wunderbar. Mit 15 Jahren eigentlich entschieden, Tischler zu werden. Ich habe dann meine Tischlerlehre gemacht und dann mit 20 dann eben den Schritt gewagt, nochmal kochen zu lernen. Mein Schneestern war natürlich noch ganz weit weg. Nicht? Also, ich habe mal geschaut, in der Küche zu bestehen. Ich habe einen ganz guten Betrieb gehabt, in Alpingern zum Beispiel, in Grün. Und die haben mich ganz gut aufgenommen und da bin ich eigentlich ganz schnell gewachsen. Ich habe gewusst, was ich will. Also, ich habe mit 20 eben entschieden, ich will das machen. Und bin ja auch wirklich gut behandelt geworden. Dann eigentlich haben wir seit 2017, würde ich jetzt sagen, haben wir wirklich auf den Stern hingearbeitet, wobei er dann noch ganz unerwartet gekommen ist. Also die Tester waren angeblich dreimal da, wir haben es nie mitgekriegt, dass er da war. Und das war eigentlich ganz eine beruhigende Situation. Keiner weiß, wer sie sein und trotzdem ist auf einmal der Stern da. Ja, der grüne Stern, der basiert sich für die Nachhaltigkeit, also wo man die Produkte bezieht, wie man sie einsetzt und wie man die kleinen Kreisläufe fördert. Wir haben einen eigenen Kräutergarten, da natürlich der Harald hat da noch eine ganz große Vielfalt, also mit über 1000 Artikeln im Jahr und wir kochen genau das, was er jetzt in der Zeit im Garten hat und genau das ist das, was mir einfach bewegt, das, was mir einfach eine riesige Freude macht und was mir einfach ja, Gänsehaut bereitet, wenn ich durch den Garten durchgehe oder wenn ich die Box von Harald hole und die da oder noch im Hotel Outdoor und hinschaue und da ist einfach noch Leben drin und das muss man spüren und die Passion, die muss erst entwickelt werden. Die ist nicht bei jedem gleich da, ihre kommt früher, ihre kommt später, ihre haben sie nicht da. Aber ich muss sagen, ich brenne für das und genau das ist das, was mir einfach die tägliche Genugtuung gibt. Aber auch als Feedback für die Gäste. So, jetzt haben wir den Gustelier. Jetzt machen wir ganz ein einfaches Dressing. Also wir nehmen Äpfel, Balsamico Essig und Nussöl. Wir machen das Verhältnis, machen wir da 2-1. Das heißt, ein Teil Essig, zwei Teil Öl. Und so einfach wieder heim mit den Löffeln. Machen wir nichts falsch. So. Jetzt werden wir das Dressing ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern. So, und jetzt werden wir mit dem Dressing die Wildkräuter marinieren. So, da haben wir ganz verschiedene Wildkräuter. Das heißt spontane Kräuter vom Garten. Wir waren beim Harald und dann sind wir durch den Garten gegangen und jetzt haben wir einiges gefunden, was uns gefallen hat. Also zum Beispiel Karottengrün, Schieße haben wir noch, Gartenmelde. Also ganz verschiedene Kräuter, was fast jeder im Garten hat, was auch einfach spontan wachsen und genau die Geschmäcker wollen wir heute zusammenbringen. Das heißt, die Kräuter, die werden wir uns marinieren mit unserem Dressing. Gar nicht allzu viel. Weil sonst Suppen sind, das will man nicht. Und jetzt werden wir ins Kalbschulternadel umschauen. So, jetzt haben wir das Kalbschulternadel. Was wir jetzt geschmort haben, werden wir uns in Butter wegtun, den brauchen wir nicht mehr. So, dann sind wir jetzt daher. Das werden wir uns jetzt ausheben. Heiß. Schon noch heiß, gell? So, wunderbar.
Schaut super aus, also können wir die Probe machen, also wenn das Messer oder die Gabel einfach rausrutscht, als haben wir es butterweich geschmort. Das ist wunderbar so. Schaut sehr gut aus. Jetzt werden wir uns die Soße fertigstellen. Das heißt, wir werden einen neuen Topf nehmen. Wir werden uns das einsieben. Also wir haben da jetzt Fleischsaft drin, in unseren Unsatz haben wir drin, die Kräuter, was wir dazugeben haben. Und das hat alles eine wunderbare Soße gebildet. Und die da sagen wir uns jetzt auch. Jetzt werden wir uns eine Messerspitze von der Stärke nehmen, also hell ist genug, ist ausreichend einfach, um eine kurze oder eine kleine Bindung zu geben, dass wir noch eine cremige Soße haben. So, da tun wir praktisch die Stärke mit Wasser ein bisschen referieren, einfach damit sie danach nicht Klumpen tut, sondern eine Bindung gibt. So, jetzt lassen wir uns die Soße nochmal aufkochen. Danach rühren wir die Stärke ein. Also nehmen wir uns noch kleine Schneebesen zur Hand und danach werden wir es langsam einrühren, einfach dass man die Kontrolle hat, wie viel es braucht. Also das ist ein bisschen mit vorsichtig zu genießen. Das ist schon mal ein Pudding, wenn man ja kann. So. So. Das schaut jetzt sehr gut aus. Da tun wir jetzt noch kalte Butter dazu. Einfach noch ein bisschen abzuhunden, ein bisschen zu verfeinern. Und dann war unsere Soße fertig. So, jetzt schneiden wir das Kalbschulternadel. Also wunderbar geschmort. So, und jetzt werden wir uns das Kalbschulternadel umrichten. Starten wir mit der Selleriecreme. In der Mitte eine leichte Mulde. Dann können wir das Fleisch einlegen und die Soße bleibt uns einfach gebündelt. Wir geben uns ein schönes Stück Fleisch dazu. Zwischen 80 und 120 Gramm, hängt davon ab, wie viele Gänge man serviert. So, jetzt nehmen wir die Soße, nachdem wir das Fleisch hier mit Soße bedecken. Also da können wir Reichlachsoße geben. Das Gericht vertrag soll. So. Jetzt nehmen wir uns die Pfifferlinge dazu. Die Zwetschgen. Die Zwetschgen, die wir uns kurz halbieren. Jetzt sind sie schön salzig und eine schöne Säure. Die werden wir uns noch mal warm machen. So. Die geben wir uns jetzt schön über das Fleisch drüber. Die Pilze, die Zwetschgen, lassen wir sie spontan reinfallen. Diese fallen. Das gefällt mir gut. Deswegen tue ich es. Geröstete Pinienkerne geben wir dazu. Und zum Abschluss die Wildkräutersalat. So, viel Spaß zum Nachkochen und gutes Gelingen.